Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Black Innocence auf dem PC. Mit mir von der Gameplays als Hobby. Wieder mit den richtigen Kopfhörern. Ja, die Haare sind noch nicht ganz trocken, aber ganz auf jeden Fall kann ich wieder die normalen Kopfhörer aufsetzen, die natürlich viel besseren Sound haben. Zurück zum Spiel. Los geht's. Mal ganz genau auf das Zeug. Wieder voll. Hast du das Mazerat? Ich komme nicht hin. Da sind zu viele Ratten. Ich komme schon auf jeden Fall, wie es funktioniert. Sehen wir mal. Lukas! Dieser Mechanismus ist derselbe wie im Chateau d'Ambrage. Wenn du mich fragst, ist das kein Zufall. Der Vorhang, da ist es. Das sind so viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, was am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das unterscheiden kann. Das riecht nicht gut. Aber so schlecht riecht es auch nicht. Komm schon, Amicia. Pfeffer? Minze? Nein, es muss noch etwas Schlimmeres geben. Was ist das? Keine Ahnung. Riecht nach gar nichts. Oh okay. Gott. Das muss so sein. Lukas, ich hab! Seth, bring es her! Sie kommen zurück, sie gruppieren sich neu! Dieses Geräusch, das gefällt mir überhaupt nicht! Weiter, wir haben es fast geschafft! Ich komme! Wir hätten noch mehr Ratten, ey. Stell es hier hin. Gut, dann wecken wir mal den Phönix. Vorsichtig. Nicht zittern. Wir dürfen nichts vergeuden. Sie kommt zurück. Papa hat sich leicht verändert. Gut, aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auf zu den Destillierapparaten. Okay. Einmal rum. Versuch gerade die Mama bei der Errichtung des Ganzen hier daran gedacht, falls mal Ratten kommen, dass hier überall genügend Feuersachen sind. Lukas, pass auf! Verzieht euch! Oh. Nehmt das! Sie wissen, was vor sich geht, aber sie werden den Lauf der Geschichte nicht verändern! Das war knapp. Zurück an die Arbeit! Oh, Lukas, mach bitte keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Zumindest denke ich das. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. So, zuerst zu fassen. Pass sie an. Dann erwärmen wir die Kupferschüssel. Lassen die Flüssigkeit im Inneren zirkulieren. Na los! Und die Wahrheit wird aus dem Munde fließen. Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also, das Sonnentor. Die Fackel des Trägers. Amicia, hätte er zu viel. Zurück. Sofort! Hätte er zu viel, mach einfach was.
hier. Huch. Ich habe es geschafft. Und es scheint, als wüssten sie... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte. Nach dir. Okay. Lukas, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Hoffentlich fällt die Fiole nicht runter. Zumindest wissen wir jetzt, wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Hugo retten. Sie sind da! Unser Alchemist in Spee hat ein Wunder vollbracht. Wir haben das Elixier. Ich wusste, dass du es in dir hast. Danke. Kommt, gehen wir jetzt zu Hugo. Hugo, du schläfst ja gar nicht. Hey, sieh mal, wir haben es, das Elixier. Lukas, sei Dank. Hier, Hugo. Es könnte etwas bitter sein. Spielt keine Rolle. Runter damit. Sehr gut. Bin ich jetzt geheilt? Also... Auf jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia... Werden wir Mama nie wiedersehen? Oh, Hugo, du weißt doch, sie... Sie kommt nicht wieder. Nein. Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein, natürlich nicht. Legen wir uns schlafen. Und morgen, wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen, ganz sicher. Kapitel 12, alles was bleibt. Jawoll! Jetzt kommt Nummer 13, Buse. Ich lasse die Kamera natürlich aus, kommt mit Sicherheit nochmal eine Sequenz. Irgendwann. Amicia, Roderick war mit der Schleuder tatsächlich besser als Arthur. Das ist nicht wahr, er hat die Linie übertreten. Du bist einfach schlecht. Ach, streitet ihr schon wieder? Ach, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Du willst mir was Hugo? Von Regeln erzählen? Sag ich ihm auch immer. Hugo gesehen? Hugo? Hey, wo Hugo? Steckst du, Kleiner? Hugo! Hugo! Nein. Er ist weg. Erst Mama holen. Ugh.
Oh, mein Kopf. Oh. Sachte, ganz langsam. So, finde Hugo. Okay, wir haben auf jeden Fall eine Schleuder. Wir haben noch... Oh, die Sachen hier unten fehlen. Okay. Nicht anhalten. Weiter. Hugo! Wo kann er nur hin sein? Denk nach, Amicia. Denk nach. Ich weiß es natürlich. Mama suchen, ist ja klar. Pflanzen haben wir noch nicht alle. Das heißt, nach Pflanzen müssen wir noch ein bisschen Ausschau halten. Ist das ein Dorf? Hier? Hey, wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Oh, Amicia. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Clairvy? Seid ihr das? Habt ihr Hugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür, ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Träumt die, oder? Was ist das? Was geht hier vor? Amicia, ich hab auf dich gewartet. Komm mit mir. Laurentius? Seid ihr das wirklich? Er ist fort. Ich wusste, dass das geschieht. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht, aber zu leben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Auf jeden Fall stimmt dir was nicht. Mutter? Amicia, okay. Komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh. Sieh selbst. Okay, ich mach mal die Kamera weg. Wer weiß, was jetzt gleich passiert. Auf jeden Fall Tür zu. Haha, guck an. Eine Ritterfigur. Eines seiner Spielzeuge. In der historischen Vorstellung, die durch jahrhundertelange Mythenbildung geformt wurde, spielt die Figur des Ritters eine große Rolle. Doch bevor Ritter von Klostergelehrten zum Symbol der Christlichkeit und höfischen Idealen erhoben wurden, waren sie vor allem berittene Krieger, die für einen säkulären oder kirchlichen Orden oder im Namen eines Fürsten kämpften, in dessen Dienst sie standen. Eigenartige Musik. Das klingt schon so nach so einem Albtraum, also wir scheinen zu träumen. Wir sind bestimmt da in diesen Erdgraben gefallen und wir träumen gerade, weil wir bewusstlos sind. Können wir das Licht reinlassen? Nee, ne? Nee. Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Oder doch eine Sequenz? Ich bin in Ruhe. Nee.
Hugo. Ich wusste. Wo bist du? Ist es das? Hugo, ich muss ihn da rausholen. Na gut, weiter geht's nicht. Hätte sein können, dass noch irgendwas ist. Geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein. Aber warum bist du davon gelaufen? Ich hab Mama gehört. Sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein, nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Sieh mal, Hugo. Eine Blume. Das ist eine Narzisse. Willst du sie? Aber gerne. Du bist mir nicht mehr böse, oder? Ich hatte Angst, Hugo. Ich auch. Aber jetzt ist es vorbei. Madame Narzisse wird auf uns aufpassen. Ja. Wo sind die Infos? Da. Narzisse. Angeblich soll sie aus den Ur... Was? Überresten. Überresten meine ich wahrscheinlich, von Narzissen entstanden sein, einer mythologischen Figur, die sich in ihr eigenes Spiegelbild verliebte, was letztendlich zu ihrem Tod führte. Sie steht damit für Egoismus und Selbstverliebtheit, obwohl sie seit der Antike für ihr Wohl... obwohl sie seit der Antike für ihr hohes Giftpotenzial bekannt ist, wurde sie in vielen europäischen Ländern zur Behandlung von Tumoren, Epilepsie und Haarausfall eingesetzt, mit unterschiedlichen Erfolgen. Echt, ist die giftig? Mama? Amicia, das ist Mama! Ach, was? Das Kreuz? Nein, du gehst da nicht hin. Aber warum? Lass mich los. Hugo. Ich komme, Mama. Komm zurück. Na, dann rennen wir auch mal. Wahrscheinlich, ne? Lass mich durch! Was tust
Es ist niemand da. Gehen wir. Gehen wir zu deinem Mann. Alles klar. Ich war noch am Lenken und Steuern, deswegen habe ich mich noch an. Alter. Kapitel 13, Buse, fertig. Kapitel 14, Blutlinien. Alter, was war denn das? Das war ein Albtraum, das haben wir ja mitbekommen. Da sind wir aber wieder aufgewacht, aber wahrscheinlich war es ein Albtraum im Albtraum. Krass. Bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt für eine Szene kommt, wo wir jetzt so gesehen eigentlich wirklich sind. Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle. Nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Wie kam der jetzt doch dahin? Ach ja. Er hat mir wehgetan. Ich muss Mama finden. Jetzt lenken wir den kleinen Jungen. Wir können natürlich nichts machen. Wie kam der denn jetzt hierher? Bestimmt nicht durch diesen Albtraum, den wir da eben gerade gesehen hatten. Kann ich mir zumindest nicht denken. Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Bald. Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. So ist ein Opfer nicht der Rede wert. So, wir können uns ja diesmal nicht wehren. Das nehme ich mal zu und ich muss da unten durch, ohne dass der mich mitbekommt. Oh, ich bin eigentlich müde so langsam. War ja mir erst klar, dass ich hier lang musste. Speichert. Oh, das ist ganz schön groß. Wo ist Mama? Materie aller Materien. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten. Das ist schön laut. Da kommt jemand. Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent, aber...
Aber die Menge des Rohen in die Samuels schrumpft. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Opfer. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab. Ich weiß nicht, ob es hier was zum Einsammeln gibt. Nein, verstecken! Ups. Ups, ich wusste gar nicht, dass man da was kaputt treten kann. Ich darf einen Kontrollpunkt. Oh, direkt hier. Ist aber tollpatschig, Kleiner. Das war's gar nicht. Nicht hinter mir auch so Dinger? Nein, verstecken! Ich muss mir das genau ansehen. Der Körper des Großinquisitors wird vom Biss überwältigt. Ich habe Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen. Möge seine Seele dies unbeschadet. Ad Lucem. Ich darf nicht zerbrechen, nicht zerbrechen. Na gut, dann zerbrich nicht. Tatsächlich. Vorsicht! Das Destillat verdeckt sich. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Er kann sich zum Glück sehr leicht schleichen. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis aufnehmen kann. Sein Glaube beschützt ihn. Er schützt uns alle. Kommt er da hinten nochmal zurück oder bleibt das so? Da stehen wir da hinten zu mir. Ja, kommt auch wieder zurück. Hey, Freund ist total beschäftigt. Ich hab keine Angst, keine Angst. Durch die Stadt patrouillieren soll. Bist du auf der Liste? Ja, ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Bisses, das wird ein Fest. Komm schon, sei mutig. Denke ich mal hier hoch, aber dass der da unten mich nicht sieht.
Keiner hat dich gesehen, wie Melly. Er versteckt mich. Verfluchter Episambulus-Dampf. Bin noch blind von dem Zeug, ganz sicher. Da. So, wir sind schon bei 31 Minuten. Das geht jetzt aber schnell. Eigentlich wollte ich nur hier so drei Teile aufnehmen. Das habe ich jetzt gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich noch weiter aufnehmen soll. Vielleicht doch noch einen Teil. Das ist gerade so interessant. Wir sind bei Kapitel 14. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind fast fertig oder durch. Keine Ahnung. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es gefällt euch genauso wie mir. Es ist immer noch spannend, interessant und cool, das Spiel. Also es ist wirklich klasse. Ich kann es dir empfehlen, es auch zu spielen. Wenn es euch nicht zu langweilig ist, wenn ihr schon alles wisst, nachdem ihr hier bei mir alles angeguckt habt. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo und dann sehen wir uns hoffentlich übermorgen wieder beim nächsten Teil. Hier bei Blacktail Innocence mit mir von der Gameplays als Hobby. Auf Wiedersehen. Tschüss. Falscher Knopf.